Rekordspieler. Klar, dass er vorangeht gegen Michael Rensing. 1-0 Manchester. Anders beim FC Bayern München. Da schickt man nicht den erfahrensten hin, sondern Sander Baumjan. Gegen Edwin van der Sar. 22 Jahre gegen 38 Jahre. Respekt, Herr Baumjohann, 1-1. Fragen Sie sich, 21 Jahre, gestern sein erstes Tor, heute sein zweites. Verzögert! Rensing war in der Ecke. 2-1 Führung. Ja, sagt er, ärgerlich. Hätte ich haben können. War so nah dran. Bursche. Jedenfalls tut er so. Edson Brafheit. Die beiden Holländer unter sich. 2-2 Ausgleich. Nach diesen flauen 90 Minuten ist jetzt doch die Spannung. Wartet lange, ganz lange. Da musst du aber richtig Mut haben und selbstbewusst sein, um den Ball oben rechts in die Ecke zu zimmern. 3-2 also, Manchester United geht in Führung. Den holst du nicht. Alles sicher verwandelte Strafstöße. 3-3. Aber die Vitrine von Manchester ist prall. Patrice Evra. Der Franzose. Aus dem Stand. Erdin! Vorteil Bayern. Vorteil Rensing. Ohne Kaugummi. Das ist das Ding. Prima reagiert, sich nicht nervös verwandeln. Panjic! Ausgleich. Es bleibt beim 3-3. Komplette Kopie vorhin. Im Spiel um den dritten Platz. Jetzt kommt Wayne Rooney gegen Rensing. Er bringt also Manchester United und Alex Ferguson wieder in Führung. Für die ist es jetzt Spaß pur. Dafür kriegt er jetzt Pfiffe. Edwin van der Sar, der ansonsten ja ein sympathischer Zeitgenosse ist. Jetzt macht er sich ganz, ganz lang mit seinen 1,97 und seiner Spannweite vor dem kleinen Sosa. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ich meine sogar, der Ball hätte den Pfosten noch touchiert. 4-4 Ausgleich, es geht weiter. Genau in die Ecke. Und wieder Vorteil für Manchester United, 5-4. Und wieder muss der Nächste jetzt treffen, das ist Andreas Otto. Einen hat er gehalten. Wenn Michael Rensing hier zum Matchwinner würde, indem er den entscheidenden
Elfmeter hielte, dann hätte er natürlich einen psychologischen Vorteil. Dann würde er es, ehrlich gesagt, auch Louis van Gaal ein wenig schwer machen, ihn nicht als Nummer 1 zu nehmen. Aber vielleicht ist der Entscheidung ja längst gefallen. Jetzt aber möglicherweise die Entscheidung in diesem Spiel. Ottl muss treffen. Es ist dieselbe Ecke. Und Edwin van der Sar ist wieder hingeflogen. Und wieder ist der Ball platziert. 5:5. Ist schon nicht ohne das Finale jetzt. Ein Elfmeterschießen ist ja nur ein Notbehelf, um eine Entscheidung herbeizuführen. Aber einen gewissen Reiz und ein Spannungselement hat es dann doch. Vor allen Dingen, wenn das Spiel vorher wenig flau gewesen ist. Erfahrung gegen Newcomer oder gegen Jugend. Paul Scholes, der erfolgreichste Torschütze in der Champions League. Rensing ist dran. Und doch ist der Ball im Netz. Pech. Hat er einfach zentral draufgezimmert. In der Hoffnung, dass Rensing sich für links oder rechts entscheidet. Ja, Schweingart. Hören Sie die Sprechchöre? Bartstuber, Holger Bartstuber. Mit 20 Jahren der Jüngste im Team. Wenn er das Selbstbewusstsein jetzt praktiziert, was er während der Testspiele schon gezeigt hat, dass er vor nichts Angst hat. Ja, der Youngster macht das ganz cool. Unglaublich. Ist er der einzige Linksfuß unter den Innenverteidigern und deswegen hat einen großen Vorteil, weil Louis van Gaal in der Innenverteidigung links einen Linksfuß braucht und nur akzeptiert und rechts einen Rechtsfuß. Jetzt also der Nächste. Rensing hält den Ball von Jonathan Evans und damit Vorteil Bayern München. Und hier an der Mittellinie gehen die Fäuste hoch. Die Gratulation, die Spieler dürfen ja nicht hin, noch nicht. Vielleicht jetzt gleich. Denn jetzt kommt ein erfahrener Mann, Daniel van Beuten. 6:6 Ausgleich also. Und jetzt wird vielleicht Rensing doch zum Matchwinner. Mit 2 gehaltenen. Aber nur dann, wenn er hier, Daniel van Beuten, das Selbstbewusstsein hat, was ihm zuletzt abhandengekommen ist. Was er jetzt aber wieder hat, da er als Abwehrchef im Grunde genommen gesetzt ist. Unter Van Gaal, der Belgier. Daniel van Beuten. Ist das die Entscheidung? Ja! Der FC Bayern München gewinnt mit 7:7.